Moini Moinchen, ihr schroffen Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Auf dem Klo Classics. Heute mit Pinball Revenge of the Gator. Ein Wunsch von Bug4Life, ja, und auch meiner Ansicht nach ein absoluter Klassiker, der in diese Riege der Spiele, die wir natürlich irgendwann schon mal im Laufe der vielen, vielen Jahre auf dem Klo mit schon mal uns angeguckt haben, aber der jetzt hier nochmal einen kleinen Revival quasi erhält. Der Männlichkeitsmuffin ist auf gute 5 Minuten gestellt. Wir reden über aktuelle Marktpreise, gucken uns das Spiel einfach nochmal ein bisschen an und vielleicht habe ich für den einen oder anderen nochmal einen kleinen Fact mit dabei. Ja, ist das Spiel ein Release-Titel? Ein Launch-Titel, wenn man das so mit heutigen Begriffen mal vergleicht? Sowas gab es ja früher gar nicht. Ne? Es gab nicht so einen Austausch, wie es heutzutage im Internet möglich ist, und ich hoffe, es hat irgendjemand mal zusammengetragen, was die genauen Release- und Launch-Titel eines europäischen Gameboys sind, denn der europäische Gameboy kam ja nun mal zu einem völlig anderen Zeitpunkt auf den Markt als der amerikanische oder eben der japanische. Ne? Also da liegen ja Monate und teilweise ja sogar fast ein Jahr dazwischen. Und deswegen, das Spiel ist 1989 erschienen, auch in Japan. Von daher gehe ich fast von einem kompletten Launch-Titel für den Game Boy aus. So, wir haben hier verschiedene Game-Typen. Achso, und um das nochmal eben zusammenzuführen, zu Ende zu führen, falls irgendjemand von euch eine verlässliche Quelle hat, wo sowas wirklich mal aufgelistet ist, was war denn im europäischen Bereich ein Launch-Titel oder was war weltweit ein Launch-Titel für den Game Boy, dann immer gerne her mit den Infos. Ich finde da wirklich schwerlich was zu bei meiner Recherche. Gut, dann haben wir doch einfach mal hier eine Auswahl. Matchplay A und B sind über das Link-Kabel zu spielen. Ne? Da kann man zu zweit spielen. Es gibt auch hier so einen Zwei-Player-Modus, der, glaube ich, darin besteht, dass man sich immer abwechselt. Ne? Also sobald der Ball ins Aus geht, ist dann Player 2 dran. Oder wir machen heute natürlich den ganz normalen One-Player-Mode. Wer vorhin ein bisschen drauf geachtet hat, konnte sehen, das Spiel ist von Hell Laboratories veröffentlicht, beziehungsweise ist entwickelt worden, und es ist auch, naja, im Rest der Welt durch Hell Laboratories vertrieben worden. Bei uns im europäischen Markt allerdings durch Nintendo. Ne? Man hatte eigentlich hier mal so den Eindruck, oh, das ist doch ein Nintendo-Spiel, und deswegen natürlich umso mehr nochmal der Gedanke, dass es so ein reiner Release-Titel eben auch war. Ist auf jeden Fall ein Exclusive, ne? Gab es nur für den Game Boy. Und das ist ja auch schon mal schön. Und das sieht man auch hier. Es ist wirklich, ja, von der Optik her auf den kleinen Bildschirm ausgelegt. Sehr kontrastreich das Ganze. Man sieht, wo die Kugel ist. Man kann sie ganz gut verfolgen. Die ist schön groß. Und ja, es ist nicht zu viel, was einen irgendwie ablenkt, um sich halbwegs aufs Flipper-Spiel zu konzentrieren. Ah, wir haben es fast geschafft, in den oberen Bereich hochzukommen. Die Klappe war offen. Wir konnten da oben Punkte sammeln. Aber meine Power hat nicht ausgereicht. Ich habe ihm nicht genug Drall mitgegeben. Die Steuerung ist hier genau wie bei Kirby's Pinball Land, was wir uns vor ein paar Wochen angeguckt haben. Tja, oh. Komisch, ne? Weil ist ja auch selber Entwickler, also wenig überraschend. So, dieser kleine Krokodilskopf, der da unten gerade schon ein paar Mal verhindert hat, dass meine Kugel abstürzt. Ja, der hat mir gerade echt ganz schön auf den Arsch gerettet. Jetzt haben wir auch genug Power, um hier nach oben zu gelangen. Ich wollte eigentlich vorhin eine Vorwarnung geben. Naja gut, die erübrigt sich jetzt, ne? Dass ich nochmal klarstelle, dass ich kein guter Pinball-Spieler bin, aber es trotzdem gerne tue. Ja, und wir werden jetzt hier wahrscheinlich keinen neuen Highscore-Rekord oder irgendwie sowas sehen. Ich glaube, hier unten ist schon der letzte Bildschirm. Ja, und auch so technische Sachen, die ähneln eben hier auch Kirby's Pinball Land, obwohl das halt 3 Jahre später erst auf den Markt kam. Oder ja, je nach Veröffentlichungsdatum, was man sich so angucken möchte, sogar 4 Jahre später. Ne, dass es halt so mal kurz ausblankt, wenn man den Bildschirm verlässt und in den unteren Teil, so wie jetzt, ne, in den unteren oder oberen Teil des Bildschirms geht. Das nimmt so ein bisschen den Flow raus. Es wäre natürlich schöner, wenn das Ganze, halt sich, ja, flüssig bewegen würde. Sagen wir doch einfach mal so. Ah, guck mal, dieses Fischmaul hat bewirkt, dass die Kugel wieder da hinten rauskommt. Ja, irgendwie ist jetzt gerade die Tür zu da hinten. Also ich würde ja gerne nochmal in diesem Bonusbereich ganz oben. Ja, und das sind so technische Sachen. Das hat natürlich einfach auch mit der Power des Gameboys zu tun, und dadurch wurde natürlich viel Arbeitsspeicher eingespart. Aber bis zum Jahre 1993, wo dann Kirby's Pinball Land kam, haben sie es nicht wirklich ausgemerzt bekommen. Auch das ist ja, sind dann mehrere Tische, die über mehrere Ebenen gehen, und immer, wenn man den einen Bildschirm verlässt, geht das Bild mal kurz so auf weiß. Da gewöhnt man sich mit der Zeit auch dran, und dann holt einen das auch nicht mehr so aus dem Flow raus, wie es jetzt so ist, wenn man das Spiel einfach mal nach vielen Jahren mal wieder spielt. Ja, ey, der Marktpreis spielt aktuell
aktuell irgendwie völlig verrückt. Man kann Glück haben und kann das Spiel in Auktionen sehr, sehr günstig bekommen. Es gibt ja natürlich auch Leute, die wollen das einfach zu einem hohen Preis anbieten. Es gibt immer Leute, die auf die Preise eben auch anspringen und es dann trotzdem kaufen, einfach weil sie es mal eben schnell für die Sammlung holen wollen. Ja, und da habe ich schon vieles gesehen. Die Kugel ist noch kein einziges Mal ins Ausgeflogen. Ne? Also ich bin hier gerade von meinen eigenen Flipper-Skills völlig begeistert. Ja, mal gucken, ob der Punktestand nachher auch für irgendwas Großes reicht. Da ist er schon wieder verreckt, kurz vorm Rausplöppen aus der Klappe da oben. So, das Schöne ist ja, man könnte jetzt hier auch mal ein bisschen auf Zeit spielen, solange man diesen Schädel da noch hat, da unten. Jetzt verschwindet er. So, genau. Jetzt kann man ein bisschen besser zielen und mit voller Power... Ah, Mist, er hat schon wieder kurz die Seite berührt. Ich wollte eigentlich mit voller Power da hoch. Aber da war mein Augenmaß auch nicht richtig. Das reine Modul solltet ihr in der Regel für 5 Euro bekommen. Ne? Also das in vernünftigem Zustand dann eben auch. Ich habe da eben auch aber auch Leute gesehen, die 15 oder 20 Euro für ein Modul bezahlt haben in den letzten aktuellen Zeiten bei eBay. Mal gucken, ob das Klingeln mich jetzt hier irgendwie rausbringt. Wir gucken uns natürlich heute nicht alle 3 Bälle an, die ich spiele. Ah, aber da, zack. Eben auch nicht wie bei Kirby's Pinball Land, dass man die Möglichkeit hat, die Kugel nochmal zu retten. Ja, das war ja da wirklich so ein cooles Feature. Sondern hier ist jetzt die Kugel wirklich ins Ausgegangen. Man hat gesehen, der Highscore liegt bei 500.000. Ich habe jetzt 140.000. Also eine Chance ist da, dass ich mit dem Rest der verbleibenden Kugeln diesen Jackpot knacke. Aber ich kenne nicht. Meistens läuft es bei der ersten oder zweiten Kugel richtig gut bei mir. Manchmal auch bei der allerletzten. Aber es läuft immer nur bei einer Kugel richtig gut bei mir. Vielleicht ist dieses Phänomen auch hier gleich zu beobachten. Ich meine, die grundsätzliche Laufzeit für heute ist durch. Wir haben über den Preis für das lose Modul gesprochen. Und wie gesagt, ihr braucht eigentlich nicht mehr als 5 Euro zu bezahlen fürs reine Modul. Eine Spielanleitung dazu, die kostet auch gar nicht großartig mehr. Ich habe eine Auktion gesehen, die ging für 6,50 Euro zu Ende mit Anleitung. Ja, und wer das Ganze komplett in Box haben will, wie gesagt, da konnte ich nichts machen. Der ist in die Gosse da irgendwo gehauen. Klar, war schuld daran, dass ich in dem oberen Bildschirm gerade scheiße performt habe, aber ja, im unteren konnte ich jetzt nichts mehr regeln. Der ist einfach in die Gosse gegangen. Ja, und mit OVP, da sind alle Dämme gebrochen bei eBay, wie ich gesehen habe, in der letzten Zeit, man sieht ja nicht alle Auktionen der letzten Jahre da irgendwie, aber so in den letzten Monaten habe ich Sachen gesehen, eine echt ordentlich erhaltene OVP mit Spiel. Oh, Bonus Stage, sehr schön. Eine sehr schöne, also eigentlich ganz gut erhaltene OVP. Es war aber nicht mehr alles dabei. Also nicht mehr hier der Hinweis auf Epilepsie und die Club Nintendo Antragskarte war, glaube ich, auch nicht mehr dabei und so. Also, ne, wenn man da so ein bisschen Abstriche machen kann, dann war diese OVP für 25 Euro zu haben oder ist quasi abgekauft worden. Ja, es gibt aber auch Leute, die eben für 70 Euro und so weiter oder 60 Euro eine OVP gekauft haben oder so viel drauf geboten haben. Ne, also da ist einfach dem Klassiker-Status dieses Spieles zu verdanken, dass die Preisprognose sehr, sehr schwer ist. Nur so als kleiner Tipp meinerseits nochmal, seid da einfach geduldig, sucht nach Auktionen, geht nicht irgendwelchen Sofortkaufangeboten da auf den Leim, nur weil ihr das Spiel irgendwie doch auch in guter Erinnerung habt. Schon wieder, ne? Ich konnte schon wieder nichts regeln. In guter Erinnerung habt, aber umso besser, jetzt haben wir alle 3 Kugeln aufgebraucht und konnten jetzt nicht den Highscore hier oben knacken, die 500.000, aber mit 180.000 für ein kurzes mal eben reingezockt, vielleicht gar nicht so eine schlechte Vorstellung. Da habe ich bestimmt schon schlimmere mal abgehalten. Wie gesagt, kleiner Tipp nochmal, nicht immer auf die Geier reinfallen, die einen super hohen Fantasie-Sofortkaufpreis reinsetzen, sondern man kann das mit ein bisschen Geduld und Glück eben auch in einer Auktion richtig schön abstauben und wir haben sogar den letzten Platz hier auf dem Highscore-Board uns eingefahren. Das ist doch schön. Ja, hiermit kann man doch einfach mal das Ganze beenden und ich sage schön, dass ihr für heute eingeschaltet habt. Ich schreibe hier Wei für Weidi rein und hätte den Highscore für heute schon mal, naja, angekratzt. Sagen wir doch einfach mal so. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Lasst mir gerne Wünsche in den Kommentaren da. Was ist euer Klassiker, der hier auch nochmal unbedingt behandelt werden sollte? Oder andere Wünsche, ne? Ich habe die List of Weidi Klo ordentlich gefüllt schon. Also da kommen noch viele Wünsche in der nächsten Zeit dran. Aber es muss auch immer neues Futter her. Jede Woche kommt hier eine neue Folge. Von daher nicht müde werden, auch mal eure Wünsche in die Kommentare zu schreiben. Die werden auch garantiert irgendwann erfüllt. Ich mache den Abzug für heute. Ich danke euch fürs Einschalten. Sagt bis zum nächsten Mal. Immer schön schroff bleiben. Kommen Sie wieder und bleiben Sie geil. Wir machen den Abzug für heute. Bis denn, ne? Tschüss.